Wir sind zurück in unserem göttlichen Überdasein und wir retten die Menschheit vor einer Alien-Invasion im Megaton Rainfall. Megaton Rainfall ist zockbar auf der PS4 und auch mit einem PlayStation VR-Modus versehen und wird auf dem PC auch noch erscheinen. Wir folgen der Stimme, die wohl noch göttlicher ist als wir selbst. Und ja, also es macht Fun. Es ist, ich denke, es ist ein Spiel, das man so immer so zwischendrin zocken kann. Man hat auch direkt im Hauptmenü, direkt sieht man eine Highscore-Liste aller Spieler. Insofern ist schon mal klar, dass das ein Ding ist, das auch immer wieder gespielt werden möchte. So ein bisschen in einem Oldschool-Arcade-Classic-Style, wenn man so möchte. Und ja, also es ist ein innovatives Spielprinzip. So zerstörungstechnisch, klar, das gibt's schon in der Form, aber ich finde so vom Style her ist das schon sehr nice gemacht. Auch wenn es grafiktechnisch natürlich jetzt nicht über Deluxe ist, aber ich finde jetzt gerade so, wenn ich jetzt hier rausgehe ins All und mich dann so umschaue, ist halt sehr atmosphärisch, sehr immersiv. Und ja, ich denke, mit 15 Euro kann man nichts falsch machen, wobei ich natürlich noch nicht viel Spielzeit habe, aber ist immer die Frage, will man dann Innovation nicht auch trotzdem noch ein bisschen unterstützen? Ein bisschen crowdfunden, wie man so gerne sagt. Gucken wir uns das einfach weiter an. Es ist eine angezockte Reihe. Also es wird jetzt kein kontinuierliches Let's Play geben, denke ich, aber ich werde es zumindest mal noch ausreichend zocken, um euch da noch einen besseren Eindruck zu geben. Ja, mehr Kraft. Gibt es mehr Kraft? Eine neue Kraft. Super Saiyajin Ultra Modus. Gigaton Schuss. Halte er zwar einige Sekunden gedrückt. Die Aufladung dauert eine Weile. Okay. Ja, das passt schon. Wir passen auf. Das ist halt schon sehr heftig gemacht, finde ich. Wenn die Aliens angreifen und die Häuser zerstört werden, wie die Leute schreien, das ist schon übel. Ja, über Gott. Nix so ungut. Wir wollen weitermachen. Okay, danke. Ja, das machen wir. Machen wir, wenn du uns aufhörst zuzutexten. Und ja, ich bin ein großer Freund von Spiritualität, von Bewusstsein, von der Frage des Bewusstseins. Hab so kleine Thesen aufgestellt dazu. Es gibt Unterbewusstsein, es gibt Bewusstsein und ich glaube, es gibt auch sowas wie ein Überbewusstsein. Ein Bewusstsein, das mit uns verbunden ist, das außerhalb von Zeit und Raum existiert. Etwas, das überdimensional ist, etwas, auf das wir noch weniger Zugriff haben als auf unser Unterbewusstsein, das uns aber in einer gewissen Art und Weise trotzdem beeinflusst. Im Grunde genommen sind das ja auch wir. Vielleicht ist das auch unser wahres Ich. Und darüber könnte ich jetzt stundenlang philosophieren. Ist aber eine These, die mir mal vor vielen, vielen, vielen Jahren gekommen ist. Es sind natürlich viele Thesen anderer drin. Das lasse ich gar nicht vermeiden, ist aber auch okay so. Und ja, und das passt hier gut mit rein. Also dieses interdimensionale Wesen, es fängt ja auch so an, dass wir ja in diesem Tunnel sind. Und ja, dass wir dann offenbar so, es scheint so, wie als ob wir, keine Ahnung, ich würde schon sagen, jemand sind, der gestorben ist. Der Mensch war und der nun wieder in dieses göttliche Sein zurück oder in dieses interdimensionale Sein zurückgekehrt ist und nun jetzt erstmal seine Jobs erledigt, die uns der Überboss dann halt hier einfach mitgibt. Und ja, das finde ich natürlich unter dem Aspekt natürlich nochmal ein gutes Stück interessanter. Ich bin mal gespannt, was es da überhaupt an Story gibt. Also es spricht ja mit uns zumindest mal erstmal dieser Übergott, der Erschaffer des Universums und ja, gucken wir mal, wie sich das weiterentwickelt.
Viel Story erwarte ich eigentlich nicht, aber es ist natürlich nicht schlecht, wenn da was drin ist. Ne? Also, ist das ein Gegner? Ja. Wusel doch nicht rum, mein Freund. Feuer den Giga. Ja, das sagen sie mir jetzt. Scheiße. Leute, es tut mir echt leid. Also, mir wurde kein Handbuch mitgegeben. Feuer den Gigaton-Schuss nur nach oben. Ach, ich habe die ganze Stadt zerstört. Es tut mir wirklich leid. Das gibt schlechtes Karma. Okay, ja, das sind die Anfangshürden eines interdimensionalen Wesens in der Ausbildung. Ja, das ist, da muss man erstmal die Kräfte einschätzen lernen. Kalaboom. Ich glaube, normaler Schuss hätte gereicht, aber ja, im Gegensatz zu dem interdimensionalen Wesen existiert bei mir immer noch ein Ego natürlich und da will man natürlich protzen. Ja, mit den Fähigkeiten. Wow. So, diese Schräglage, das muss ich noch lernen, wie er da rauskommt. Ich glaube, er macht das irgendwie alleine. Jetzt verliere ich schon wieder die Orientierung. Ja, ein paar Autos sind draufgegangen. Aber gut. So, und links ist der Opferbalken und je mehr Opfer wir haben, umso schlechter natürlich. Und wenn der Balken ganz leer ist, dann müssen wir wieder vom letzten Checkpoint starten. Das ist aber doch sehr großzügig gestaltet. Also ihr müsst da nicht die perfekten Runs hinlegen, was das angeht. So, wo fliegt er hin? Guck mal, ob er das schlucken kann. Oh, ich glaube, ich habe die Stadt getroffen. Nee. Komm, mega, super, ultra Saiyajin über Tonnen. Aber das kann er jetzt gerade nicht. Und ich muss noch länger halten. Ich weiß nicht, wie lange. Ah ja, doch. Man sieht links oben, oder links über dem Balken der Opfer, sieht man, da ist ein Cooldown. Ja, wäre auch ein bisschen zu heftig. Ja, das erinnert ganz stark an 1984, beziehungsweise an die Alien-Invasion nach Orwell. Noch mehr, da gibt es einiges zu tun. Ja, jetzt kann man das Super Saiyajin-Teil auspacken. Also schätzungsweise ist der Cooldown eine Minute. Ultra Superhero-Style. So. Ich glaube, das Ding macht mehr Schaden, deswegen zerstören wir das zuerst. Nummer der Uno. Weiter geht's auf der Baustelle. Oh, die Dinger. Ja, tut mir echt leid. Und man darf halt auch nicht so wildbestartig rumballern. Man muss gut aufpassen. Und ich muss aber sagen, also ich habe echt ein schlechtes Gewissen, wenn ich so die Städte irgendwie treffe. Ich glaube, ich muss das vor dem Einschlag hier treffen. So, das könnte es klappen. Oh, ich sehe nichts vor lauter Rauch. War's das? Oder steht's noch? Ich glaube, es steht noch. Ja, ich kann den Schwachpunkt nicht treffen, weil irgendwie weg ist. Wo ist das Teil? Da ist es.
Ups. Ja, das Leben, also die Arbeit ist als interdimensionales Wesen schwerer als gedacht. Da ist man schon gestorben und denkt, okay, jetzt kann ich im Elysium der Unendlichkeit frönen. Pustekuchen. Wenn hier ohne Kaffee werden wir ja nach auf die Erde geschickt und müssen irgendwelche Mega-Raupen Dinger ausmachen. War's das oder ist da hinten noch was? Na komm schon. Da ist auch noch was. Hinten und vorne. So, war das jetzt gut oder war das jetzt schlecht? Gut. Bis auf die Opferzahlen. Was ist das? Ah. Neuer Orb. Give me your power. Xenosphären, 2 von 16. 314 Menschenopfer. Rang D. Rang D! Ja, Leute. Ich würde ja gern präzise arbeiten, das ist nicht so einfach. Gott hat uns gerufen. Gehen wir nach B oder nach A? Wir gehen mal nach B. Ich bin zuletzt nach A gegangen. Ja, und um Speed zu gewinnen, ist es immer besser, da aufzusteigen. So, wohin geht's jetzt? Nördliche Hemisphäre? Südliche Hemisphäre? Schwer zu sagen. Also ich glaube, in der VR-Version könnte das ja, eine Herausforderung für euren Magen sein. Ich finde es auch immer spannend, was die nächste Power ist. Superluminalflug. Yeah. Erhöht deine Fluggeschwindigkeit von Mach 8 auf 1 Billionenfache Lichtgeschwindigkeit. Ja, das ist ein kleiner Sprung. Auf jeden Fall. Danke. Gerne. Ich fände es ehrlich gesagt cooler, wenn der Gott eine Göttin wäre. Und wie fliege ich jetzt schneller? Egal, eine Göttin wäre und die Stimme halt weiblich. Wobei, ja. Ich bin kein Atheist. Ich glaube, es gibt schon irgendetwas, wie, was wir als Götter bezeichnen würden. Ich glaube auch nicht nur einer oder eine. Und ich glaube auch weder geschlechtlich noch in irgendeiner Art und Weise menschlich. Vermutlich eher irgendwas wie pure Energie oder eine Energieform oder sowas in der Art. Aber ich glaube auch, dass wir... selbst bei der Existenz solcher Wesen zu weit weg sind und überhaupt gar nicht ansatzweise ja, aus unserer menschlichen Existenz heraus erahnen können, was das für Wesen sind, wie sie denken, was sie tun und so weiter. Aber das sind die großen Fragen unserer Existenz, die wahrscheinlich schon immer gestellt worden sind, seitdem der Mensch fähig dazu ist, zu reflektieren, sich selbst und seine Existenz ja, in dieser Realität. So, wir fliegen jetzt hier noch hinterher. Ich weiß nicht, wie ich schneller fliegen soll, ob er das schon tut. Gefühlt nicht. Also angezeigt wurde mal nichts. Aber ich glaube doch, er wird schneller. Wenn ich R1 halte, wird er ein gutes Stück schneller. Und ja. Also wir beenden jetzt Megaton Rainfall in dieser Episode.
Also ich habe einen guten Eindruck von dem Spiel. Es ist ein PSN-Spiel, es ist ein Indie-Spiel auch. Aber es hat sehr interessante, ja, eine interessante Mechanik. Und ich glaube, es ist ein gutes Spiel, einfach um zwischendrin zu spielen, weil die Steuerung ist, auch wenn ich jetzt noch nicht viele Superkräfte habe, aber sie ist nicht sonderlich komplex. Und vom Spielprinzip her ist direkt klar eigentlich, was Phase ist. Und ich bin auch gespannt, wie sich das weiterentwickelt, wenn man dann noch weitere Kräfte bekommt und was für Kräfte man bekommt und was da einfach noch alles abgeht. Was ich mir noch wünschen würde, wäre irgendwas, so eine Art Boss oder dergleichen, Bossfights. Und ja, das schaue ich mir auf jeden Fall noch weiter an. Unter Umständen gibt es dazu noch weitere Episoden oder auch nicht, werden wir mal sehen. Es wird auf jeden Fall noch diesen Monat Yomawari Midnight Shadows geben. Es wird sehr wahrscheinlich Yakuza Zero geben. Evil Within 2 wird noch durchgespielt, da bin ich immer noch weiter dran. Da sind wir jetzt auch, glaube ich, bei Kapitel 13, das ist nicht mehr lange bis zum Ende. Und ja, es bleibt spannend im November. Es kommen noch einige andere Spiele dazu. November, Dezember, Januar natürlich, da geht es immer weiter. Die Liste wird immer voller, egal wie viele Spiele. Ihr kennt das selbst. Und ja, ich danke euch fürs Reinschalten. Das war Megaton Rainfall. Im PSN Store erhältlich, auf dem PC erscheint es. Quartal 4 heißt es, 2017 auf dem PC. Könnt auch auf der PSVR zocken. Gibt eine Exklusivität, by the way, noch. Es gibt eine Exklusivität noch von Sony auf die VR-Version. Das heißt, wenn es auf dem PC erscheinen wird, wird es höchstwahrscheinlich noch nicht mit der Oculus Rift oder HTC Vive spielbar sein. Der Entwickler hat sich dazu geäußert, dass er eben nichts dazu sagen kann, wann das dann da verfügbar sein wird. Also rechnet nicht damit, dass ihr zum Release auf dem PC es mit der VR spielen könnt. Ansonsten aber, ich spiele es jetzt auch normal. Und ja, es macht Spaß. Aktuell für 15,99 im PlayStation Store. Danke fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal.